Seit 23 Jahren ist Werner Schuler Bademeister in Hohenems. Bei der aktuellen Hitze gibt es auch für ihn und sein sechsköpfiges Team viel zu tun. Zum Ersten ist es die Beckenaufsicht bei so vielen Leuten. Und zweitens ist im Erste-Hilfe-Raum ziemlich viel los, bei Kollapsen und so, oder? Und, soll ich sagen, halt im Baggersee auch noch, kommt auch noch dazu bei so vielen Leuten. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, oder? Dass unfallfrei der Tag vorbeigeht für die Badegäste. Passiert dann auffällig viel, wenn mehr Leute im Freibad sind? Eigentlich passiert dann weniger, wenn sie weniger Platz haben. Sie müssen überall ein bisschen anstehen, können rutschen und dann passiert weniger. Dennoch verlangt die Situation volle Aufmerksamkeit von den Bademeistern. Allein am vergangenen Sonntag waren 8000 Personen in den Rheinauen. Die Verantwortung liege jedoch nicht allein bei der Badeaufsicht, waren Schüler. Trotz Bademeister haben die Eltern die Sorgepflicht für die Kinder trotzdem selber noch. Denn viele Männer der Bademeister sind dafür zuständig. Gibt es in der Hinsicht viel Probleme? Weniger, eigentlich weniger, aber es gibt schon welche, die es nicht wahrhaben wollen. Doch nicht nur die Badeaufsicht gehört zu den Aufgaben der Bademeister. Auch abseits der Schwimmbecken gibt es viel zu tun. Man könnte das Badewasser messen, oder? Und die ganzen Armaturen, ob die alle laufen, die Motoren. Dann haben wir noch. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache da, oder? Mit dann halt mal Rasenmähen, Hecken schneiden. Halt alles, was wir selber machen können, machen wir selber, oder? In der Hauptsaison ist Schuler von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht hinein im Freibad. Daran dürfte sich bei den sommerlichen Temperaturen dieses Wochenende auch wenig ändern.